Guten Abend, meine Damen und Herren. In der Bundesregierung scheint eine Affäre die nächste zu folgen. Nach Wirtschaftsminister Möllemann droht jetzt auch Bauministerin Schwetzer über einen politischen Fallstrick zu stolpern. Sie soll für die Münchner Immobilienfirma Germania in deren Firmenzeitschrift geworben haben, und zwar in Form eines Grußwortes. Der Deutsche Mieterbund wirft der Germania vor, auch mit entmieteten, sanierten Altbauten zu spekulieren. Die Bundesbauministerin verteidigte sich jedoch und sprach von einem völlig normalen Verhalten. Sie habe nicht für eine bestimmte Firma, sondern für die Bonner Wohnungsbaupolitik geworben. Die Opposition forderte den Rücktritt der Bauministerin. SPD-Vorstandssprecherin Sonntag sagte, viele Politiker hätten offenbar das Gespür für eine saubere Trennung von Politik und Geschäft verloren. Der Irak hat im Konflikt um die Flugabwehrraketen offenbar eingelenkt. Seitens der USA hieß es, die Raketen, die in Bagdad im Südirak stationiert waren, seien nicht mehr gefechtsbereit. Obwohl die Iraker damit das Ultimatum der Amerikaner erfüllt haben, hängt der Konflikt weiter in der Schwebe. Denn es herrscht Unklarheit darüber, wohin die Flugabwehrraketen gebracht worden sind. Vom US-Flugzeugträger Kitty Hawk aus werden laufend Aufklärungseinsätze geflogen, die jedoch vom schlechten Wetter behindert sind. General Powell sagte, man beobachte die Entwicklung sorgfältig. Und in den Zeitungen in Bagdad ist wieder einmal von einem drohenden Heiligen Krieg die Rede. Der Irak werde zu einem späteren Zeitpunkt zurückschlagen.